Da bist du gar nicht so viel im Internet zu sehen. Dann müssen wir hier die Fragen vorlesen. Also kleine Saxophonisten. Die müssen starten, denn für Saxophon spielen. Wie lange sind wir jetzt zusammen? Achso, du fragst mich das. Ich weiß es nämlich nicht. Ich weiß es. Ja, komm. 5 Jahre. Oh. Boah, das ist nicht weh. Es wäre schlimm, wenn wir das beide nicht wissen würden. Hätte ich einen anderen Beruf gelernt? Hättest du deine Norm? Oh, weiß nicht. Oh. Als Tischler, glaube ich, hätte ich gesagt. Na, nee. Also, so arm. So einen trainierten Körper. Von okay, ganz aber kein Geld. Ich mag dich doch nur, weil du Geld hast. Muss ich dazu irgendwas sagen? Ja. Nein. Doch. Mm-mm. Aber ein bisschen liebst du mich schon. Ja, ich ja, aber nicht wegen Geld. Du hast ja keins. Welche Augenfarbe habe ich? Ich hab's extra zugemacht. Oh nein! Ist aber auch einfach. Ist braun. Die hat sich in den letzten 5 Jahren noch nicht geändert. Du hast grüne Augen. Ja. Ich mag grün. Wird sich wahrscheinlich auch in den nächsten 5 Jahren nicht ändern. Vielleicht. Es sei denn, du bist irgendwann blind. Weil ich dir Chloroform in die Augen kippe. Welches Talent habe ich? Putzen. Entschuldigung. Worüber streiten wir am meisten? Das ist einfach. Ich streite mich immer, also ich, was heißt streiten? Ich meckere ihn immer an dafür, dass er seine Sachen überall rumliegen lässt und nicht aufräumen muss. Das ist gelogen. Das ist nur ein anderes System von Ordnung. Also ich finde alles wieder, wenn es halt da liegt, wo ich es zuletzt hatte und eben nicht auf einem Sideboard steht mit meinem Ortsschlüssel. Ja, aber das ist doch voll schön. Nein! Das ist ordentlich. Wenn mein Handy klingelt, muss ich mal erstmal hören, wo mein Handy ist. Das stimmt ja überhaupt gar nicht. Du erzählst hier voll die Fliegen. Was sollen die Leute von mir denken? Beachtet ihn nicht. Nach dem Video ist er nicht mehr mein Freund. An mir magst du vermutlich nicht, dass ich deine Klamotten trage. Ja. Das Schlimme ist, wenn ich die tragen will, sind die entweder in der Wäsche oder sie sind weggeräumt und ich weiß nicht wo. Das kann durchaus vorkommen. Juhu, super. Womit könnte ich mich stundenlang beschäftigen? Mit diesem Stift, mit dem ich schon die ganze Zeit spiele. Oh, wow, kannst du dich stundenlang noch beschäftigen? Putzen? Nein. Abgelehnt. Okay. Aufräumen? Auch nicht. Umräumen? Videos drehen. Okay. Ich könnte mich stundenlang mit Videos drehen beschäftigen. Das macht Spaß. Was würde ich, wenn ich könnte, den ganzen Tag essen? Schokolade. Von morgens bis abends. Ja. Weil ich kann so viel essen, wie ich möchte und ich werde nicht dick. Das ist bei mir anders. Du würdest die ganze Zeit Nüsse essen. Bestimmt Walnüsse. Ja. Oh ja. Walnüsse. Aber bitte nicht wieder verwechseln mit Cashew. Keine Cashew-Nüsse. Ich habe nämlich einmal Cashew-Nüsse gekauft und die sind wohl nicht so lecker. Ich mag gar keine Nüsse, von daher fällt mir das nicht so auf. Ich werde aber auf der Party, glaube ich, nie das essen, weil da alle Leute dann auch mal reingreifen. Und die waschen sich nach dem Klo auch wahrscheinlich alle nicht die Hände. Da will ich drauf. Und dann packen, die, einen und dann packen die alle da in die Chips-Tüten und so. Und du so, oh, die schmecken lecker. Ja. Mann! In welchem Land würde ich gerne leben? In den USA. Und wo genau? In den USA. Ja, oder genau. Das ist ziemlich groß. Da, vermutlich, da, vielleicht New York. Ja. Du musst ja nichts machen, du kannst ja da sitzen bleiben und dein Wein trinken. Ja, super. Aber wenn ich dann da sitze und ich möchte... Wollen wir das jetzt hier öffentlich im Internet ausprobieren? Ist okay, ist okay. Das war unser Video, beziehungsweise mein Video. Das wird vermutlich auch das letzte Video mit meinem Freund zusammen gewesen sein. Ich werde hier nur fertig gemacht. Gar nicht mal. Und ich hoffe, das hat euch ein kleines bisschen gefallen. Und ich hoffe, es ist schön, auch mal ein bisschen was Persönlicheres von mir zu sehen. Und ich wünsche euch viel Spaß bei dem, was ihr macht. Und tschüss. Tschüss.